Hallo Leute, ich bin's wieder, Philipp von JB Spielwaren. Und heute habe ich euch die neuen Lego Super Mario Sets mitgebracht. Ein Thema, was mir doch am Herzen liegt. Ich liebe Mario und bin froh, jetzt wieder ein paar neue Sets vorstellen zu können. Wir waren ehrlich gesagt, als wir davon gehört haben, letztes Jahr im März, wobei dieses Jahr im März war das Jahr, dass Lego Super Mario rauskommt, waren wir skeptisch. Wir waren skeptisch, ob die Serie ankommt, ob die Bestand hat. Und wir können euch eins ganz klar sagen, Kinder im Alter zwischen 4,5 und 9 lieben Lego Super Mario und können sich auch nichts anderes vorstellen, als mit Mario auf Abenteuerreise zu gehen. Von daher gibt es jetzt ein paar Erweiterungen. Starten wir mal mit den 10 Euro neuen Anzügen von Mario. Es gibt einmal den Pinguin Mario und einmal den Tanuki Mario. Was die Anzüge so auf sich haben, sie geben Mario neue Funktionen. Dreh das hier einmal ganz um. Hier ist der Pinguin. Beim Pinguin Mario kann man jetzt so auf dem Bauch nach vorne sliden, um Punkte zu sammeln. Und beim Tanuki Mario bin ich ehrlich gesagt noch völlig überfragt, weil ich mir noch nicht angeschaut habe, wie das funktioniert. Aber wir werden euch das zeigen. Der Tanuki hat sicherlich auch Funktionen, wahrscheinlich ähnlich wie bei der Katze, aber wahrscheinlich doch wieder anders. Ich bin völlig gespannt. Also die Katze konnte ja an Wänden laufen, um Punkte zu sammeln. Mal sehen, wie das beim Tanuki ist. So, kommen wir zu meiner Lieblingsbox. Nämlich das hat mir bisher immer so gefehlt. Das ist wie die Minecraft Crafting Box. Es ist ein Master You Adventure, eine Master You Adventure Box. Man kann seinen eigenen Parcours bauen und bekommt jede Menge neue Funktionen und ganz, ganz viele Teile, um seinen eigenen Parcours zu erweitern. Und hat unter anderem hier einen kleinen, eine kleine Box, wenn man drauf springt, kriegt man eine Minute mehr. Wenn man aus der gelben Säule kommt, hat man für den Parcours auf einmal nur noch 30 Sekunden. Und auch jede Menge kleiner Bösewichte wieder zum Punkte sammeln. Und ja, ich glaube, super cool, weil man einfach kreativ etwas bauen kann und ohne große Vorgaben wie in den anderen Boxen. Sei es Bowser Castle oder ja, eigentlich jegliche andere Box. Genau, also von daher ziemlich genial. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier einmal den vergifteten Sumpf von Wiggler. Wiggler ist hier der kleine Wurm, Tausendfüßler. Der läuft hier auf den neuen lila Flächen und die sind giftig. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn Mario auf die giftigen Flächen kommt, dass er dann doch wie beim roten Feuer ihm wahrscheinlich ein bisschen übel wird. Wir werden das nachher mal testen und mal zeigen, wie er reagiert. Von daher Wigglers giftiger Sumpf. Dann haben wir hier noch das Set mit den fleischfressenden Pflanzen. Auf Englisch heißt es Piranha Plant Puzzling Challenge. Den deutschen Namen, tja, habe ich vergessen. Auf jeden Fall sind es fleischfressende Pflanzen. Und Mario muss den sicherlich ausweichen. Von daher auch wieder eine kleine Erweiterung für euren Parcours. Und dann haben wir hier noch eine kleine Erweiterung. Es ist der Kettenhund, wie man ihn kennt aus Mario oder aus Zelda. Einfach eine richtig coole, ein richtig cooles Set. Den Kettenhund kenne ich schon mein ganzes Leben. Ich glaube, das erste Mal wirklich bei Zelda gesehen. Und hier in einem Set hat mich genauso eigentlich angefixt wie Yoshis Haus. Und geht's weiter zur neuen Minifiguren-Serie. Wieder 10 einzigartige kleine Bösewichte mit QR-Code, die der Mario wieder erlegen kann, um fleißig Münzen zu sammeln. Was wir so gelesen haben im Vorfeld ist, dass man diesmal auch mehrfach mit den Bösewichten interagieren kann, nicht nur einmal. Und was wir auch so gehört haben, ist, dass es wieder wie bei der alten Box ist, 10 sind auf der rechten Seite, 10 auf der linken Seite. Und ihr habt hier die Möglichkeit, alle 10 Figuren zu bekommen, wenn ihr eine geschlossene Box zur Hälfte leer kauft. So sieht's aus. Alle Details, all die Dinge, die wir jetzt nicht genau beantworten könnten, ist der lila Sumpf wirklich giftig? Und wie rette ich mich vor den Pflanzen? Zeigen wir euch in einem gesonderten Video, weil da leider auf der Box nicht mehr draufsteht und wir auch keine detaillierteren Infos haben. Aber wir werden es für euch aufbauen und testen.
Also bis dann. Hinterlasst uns gerne ein Like. Klingelt hier die Glocke und abonniert uns. Und bis demnächst. Ciao.